wir gehen jetzt hier mit Kenny raus und er kann das wieder kaum aushalten. Moin, meine lieben Butzer. Was geht? Ich bin's wieder. Euer Flying Uwe. Mit dabei ist Flying Me. Heute darf ich meine Freiheit verkünden, Leute. Ab heute bin ich nicht mehr in Quarantäne. War auch schon eben draußen mit Kenny. Jetzt bin ich hier kurz mit May beschäftigt. Ey, wo willst du hin? Jetzt habe ich zwei Hunde mittlerweile. Das ist ein kleiner Pitbull, haben wir beschlossen. Und sie ist so der Typ, nicht mehr aufgeben. Das gibt es bei ihr nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Eine Kamera. Ja, somit geht dann auch für mich morgen der Alltag los. Erstmal ab zum Friseur, Leute. Bart richtig wieder geil machen. Haare machen. Dann möchte ich auf jeden Fall noch kurz aufpassen. Nicht, dass hier runterfällt. Auf jeden Fall noch mal ins Solarium. Das sind so die Sachen, die ich als erstes machen werde. Was hast du zu meinem Plan? Hä? Ja, ein guter Plan? Ja. Und als Papa ist man ja auch eine lebende Achterbahn, ein lebendes Karussell. Wir machen mal Folgendes. Also wir haben zwei Variationen. Wir machen einmal eins. Und dann weiß ich schon Bescheid. Zwei. Und... drei. Und nochmal. Und nochmal. Und dann machen wir diesen hier. Und dann haben wir nochmal Rakete, haben wir. Rakete. Ja. Ach, den willst du auch noch machen. Dann sagen wir. Eins, zwei und drei. Hui. So krass, wie sich Babys schon so Bewegungen merken können. Oder wenn du sagst Rakete, dann weiß ich mal schon Bescheid. So. Das ist echt heftig. Also Babys sind ultra, schon im ganz jungen Alter, einfach ultra intelligent. Kannst du schon stehen? Ja. Du machst ja schon kleine Schritte. Mann, dann wärst du ja schon so schnell wieder groß. So, May ist auf dem Weg. Wie sie sich durchrangelt hier. Ja, Leute, bei Skylar war das so. Sie ist ja überhaupt nicht gekrabbelt. Also Skylar und May sind körperlich schon komplett unterschiedlich. Aber sehen ultra gleich aus, ja, so was das Alter betrifft. Als Skylar auch so alt war, wie May jetzt gerade, sehen sie sich sehr ähnlich. Ich kann hier mal ein Foto einblenden. Sehen sich ultra ähnlich, ey. Ja, komm mal her hier. Wie so ein kleiner Soldat. Und viele fragen sich bestimmt so, ja, wie klappt das denn mit dem Hund? Ich sag jetzt extra Hund so, sonst, weil wenn ich seinen Namen erwähne, ist er wieder so aufgeregt. Das klappt ultra gut. Also Kenny ist immer sehr vorsichtig und dann will er sie immer direkt abschlabbern, wenn sie immer kommt. Und aber auch May ist so sehr vorsichtig, ne, so irgendwie, also so, keine Ahnung, sehr interessiert, ja, aber macht auch nicht zu doll, weißt du? Sie könnte ihn ja jetzt auch irgendwie so auf ein Gesicht hauen oder so. Das macht sie nicht, ne? Weil Kinder bzw. Babys in ihrem Alter hauen ja gerne so die Sachen auf den Boden und so oder allgemein, damit sie gucken, wie sie so reagieren, also wie das so, wie der Gegenstand sich so verhält und so. Aber was Kenny betrifft, so ist sie wieder... Na! Gleich ist der Marathon bestimmt auch zu Ende, ist sie wieder. Aber May ist so eine, gibt ja nicht auf. Bei ihr gibt es keinen zu Ende. Ich habe jetzt zwar Nein gesagt, dass sie es nicht darf. Da ist auch ein Schutz und so, aber trotzdem, sicher ist sicher, Leute. Und diese Dinger, die da drin sind, die haben ja auch keinen TÜV und so, ne? Aus so deutschen Verhältnissen so. Mama! Ja, was ist los? Sag mal wieder Papa. Ja, das ist so voll Leistungssport für sie, glaube ich, ne? So gerade, so ein bisschen so Ganzkörper so. Er ist auch sehr vorsichtig, guck mal, er ist so sehr... Geh mal auf deinen Platz, Kenny. Du bist fein, ja, wir sind fein, ne? Geh mal auf deinen Platz. Wieso auf dem Platz heißt das nicht immer bestrafen? Bei dir so. Nein. So haben wir ihn erzogen, dass der Platz keine Bestrafung ist. Das ist es nämlich. Das hast du leider nicht. Ja, natürlich. Und das sind so Vorsichtsmaßnahmen. Weil so hier war jetzt gut so, aber zu viel. Ja, wir wollen komm, so. Leute, ihr werdet gleich richtig geile alte Oldschool-Bilder von mir sehen. Aber davor möchte ich euch eins noch klar machen. Guck mal hier, ich habe neue Jacken bekommen, beziehungsweise in neuen Farben, die ich noch nicht hatte. Jetzt kommt mein absoluter Favorit, Leute. Richtig geil, diese Fließjacke. Oh. Oh, was ist los? Nee, hat er nur kurz einen Stunt gebaut, Leute. Was ist eigentlich, Alter?
Und zwar wollte sie sich an diesem Teil festhalten und dann hat sie so ein Salto nach hinten gemacht. Und ich bin ja schon einen Stand gemacht. War ich gut? Ah. Ja. So, dann haben wir hier jetzt einen kleinen Jackentester. Auf jeden Fall werdet ihr gleich sehen, wie die aussieht. Und die 60% für Smilodogs Jacken und allgemein auf Smilodogs gelten nur noch bis heute, 0 Uhr, Leute. Dann ist der Black Friday vorbei. Genauso wie bei Neosubs, Food's Best. Und bei Neosubs kann man noch ein gratis Tanktop-Probestellung abstauben. Alles nur noch bis heute 0 Uhr. Und was sagt mein kleiner Jackentester? Die ist gut, ne? Ja, die ist schön kuschelig, ist sie. Und da wir heute uns wieder in Freiheit begehen dürfen, dachte ich mal, mache ich mal eine kleine Frage-Antwort-Runde. So als kleines Highlight. Verschießt du das? Nee. Was zockst du aktuell? Momentan ist Halo Infinite bei mir total angesagt. Allerdings nicht auf der Xbox, wie man das bei Halo gewohnt ist, sondern jetzt auch auf PC. Und da bin ich voll drauf hängen geblieben. Ich weiß nicht, wollt ihr ab und zu mal so ein kleines Highlight mal sehen? So ein dezentes Gameplay? Einfach zwischen den Vlogs? Keine Sorge, das krieg ich schon cool eingebaut. Oder hat das hier gar nichts zu suchen? Wie sieht's mit Twitch aus? Anwalt ist eingeschaltet. Nächste Woche kriegen wir Feedback, beziehungsweise geht jetzt erstmal das erste Anwaltsschreiben an Twitch raus. Aber kein böses Blut. Kuss, Kuss. Beschwert sich deine Frau an manchen Tagen, dass du so viel unterwegs bist? Das wäre so, als wenn ich LKW-Fahrer wäre und meine Alte würde den ganzen Tag rumheulen, Alter. Aber bist du noch ganz dick oder was? Einer muss doch hier die Kohle ranholen. Verstehst du, was ich meine? Scherz beiseite, alles top, die Rollenverteilung steht hier klar. Steht hier klar? Wie stellst du dir deine Zukunft mit Smilodogs vor? Ich habe noch sehr viel vor mit Smilodogs und zwar sehe ich das internationale Potenzial, beziehungsweise sind wir auch schon gerade dabei, international zu gehen. Bist du zurzeit glücklich, was du bis jetzt geschafft hast in deinem Leben? Also ich lebe nach dem Motto, sei nie zufrieden, aber glücklich. Wie fandest du Smoliks Kampf? Leider konnte ich mir den Kampf noch nicht ansehen, aber ich habe bei Smolik auf sein Instagram-Profil gelesen, dass er den Kampf gewonnen hat. Allerdings hat er sich beide Hände gebrochen. Deswegen würde ich das Ganze nochmal gerne sehen. Was hast du aus deiner Corona-Infektion gelernt? Dass meine Impfung Johnson & Johnson nichts gebracht hat. Wann hast du mit dem Kampfsport angefangen und was hielt dich dran? Kampfsport habe ich damals mit 14 angefangen. Allerdings wollte ich erst schon früher anfangen. Bloß mein Stiefvater, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, er sagte zu mir, ja, willst du nicht lieber irgendwie eine Teamsportart machen? Und ich bin immer auf allgemein, damals hieß es immer bei uns in der Kindheit Karate. Man hat gedacht in Deutschland, es gibt gar kein Kung Fu und so weiter. Und dann habe ich Visitenkarten von meinem Vater gefunden, er ist mit 21 gestorben, da war ich circa 1,5 Jahre alt und da habe ich eine Karte gefunden und genau zu dieser Adresse bin ich hingefahren und das war tatsächlich eine Kung Fu Schule. Und dann habe ich meine Mutter da sozusagen hingezwungen, dass sie den Vertrag unterschreibt und dann war ich mit 14 endlich angemeldet. Aber ich wollte immer schon weit vorher, aber aus elterlichen Gründen hat das immer nicht so ganz funktioniert. Und davor war ich Fußballer und auch Tischtennisspieler. Sind weitere Urlaube mit der Familie geplant, beziehungsweise Kurztrip? Ich wollte dieses Jahr eigentlich noch nach New York, auch Silvester dort verbringen, aber dann haben wir uns doch entschieden, okay, machen wir es doch gemeinsam mit der Familie. Und nächstes Jahr soll es auf jeden Fall wieder losgehen. Und am liebsten möchte ich so echt so einen, ja, so einen Mercedes V6 Bus haben da, ich weiß gar nicht, wie die Dinger jetzt gerade heißen, und dann einfach mal durch Deutschland touren oder irgendwo einfach hinfahren, beziehungsweise nach Spanien. Auf sowas hätte ich schon Lust. Deine Akne-Erfahrung? Ich hatte damals sehr viel Akne und ich kann mir noch ganz genau erinnern, als ich zum Hautarzt gegangen bin, fragte er mich tatsächlich, ob ich Testosteron nehme, ob ich irgendwelche Steroide nehme, weil damals war ich schon sehr trainiert. Dann war ich beim Arzt so circa mit 16 durch meinen Kung-Fu halt und ich hatte auf dem ganzen Rücken komplett Pickel und auch auf dem Gesicht. Ich kann euch mal hier das ein oder andere Foto zeigen, wenn ich es hier noch finde. Und wenn wir beim Kung-Fu trainiert haben, haben wir uns auch auf dem Boden bewegt, sprich Bodenkampf drin gehabt und so weiter. Und da müsst ihr euch vorstellen, dass da der eine oder andere verschissene Aknepickel richtig aufgeplatzt ist. Und ich hatte mal am Ende des Trainings ein komplett blutiges T-Shirt hinten. Und der Hautarzt hat mir dann Tabletten verschrieben und somit war ja die gute Akne besiegt. Wann kommen die Smilodogs Boxershorts in der Größe L wieder? Hack ihn doch einfach ab und dann passt die auch M. Sich es trotz Partnerin alleine besorgen, go oder no go? Hatte ich eigentlich schon gesagt, dass ich die Fragen aus Instagram habe. Ich habe da so eine Umfrage gemacht, beziehungsweise konntet ihr mir da die Fragen stellen, dass wir nochmal ganz kurz klarstellen. Ich dachte, ich habe das irgendwie nicht gemacht. Oder vielleicht ist das ja auch wichtig oder vielleicht auch nicht. Also für mich als Mann, ja gut, ist das okay? Also ich bin da so eher der tolerante Typ. So, meine lieben Butzer, das war's für heute. In dem nächsten Vlog sind wir endlich mal wieder draußen in Freiheit und hocken hier nicht mehr in der Bude rum. Obwohl ich ja mein Haus und Grundstück über alles liebe, aber ich möchte euch ja auch weiterhin, ja, viel bessere Vlogs geben. In diesem Sinne, Leute, kann ich euch noch ans Herz legen. Heute ist der letzte Tag, wo Black Friday herrscht. Das heißt, ihr bekommt 60% auf alle Produkte im Smilodogs Store
Und einige Produkte sind ja schon reduziert, so kommt ihr teilweise bis auf 90% mittlerweile durch den 60%-Code FLYING. Einfach eingeben und shoppen, meine Empfehlung, die neuen Jacken hier, neue Farben sind am Start. Das gleiche gilt auch für die Supplements bei Neosubs, da bekommt ihr pro Bestellung ein gratis Tanktop. Und bei Empogee und Foodspace könnt ihr natürlich auch mal reinschauen, richtig geile Angebote. Black Friday, nur noch bis heute 0 Uhr, gönnt euch die Videobeschreibung. In diesem Sinne Leute, haut rein und ciao. Was sagt mein kleiner Jackentester? Ja!